Der Sir Podcast. Geschichten vom Segeln, vom Ammersee und von interessanten Menschen. Und Scheiße. Nochmal. Der Sir Podcast. Geschichten vom Segeln, vom Ammersee und von interessanten Menschen. Und immer von Bord des Traditionsseglers Sir Shackleton. Genau, und alle, die immer viel mithören und schlau sind, die wissen, was heute los ist. Und unsere Hörer sind mal sowas von schlau. Aber sowas von oberschlau. Ja, die sind nämlich auch ganz nah am Geschehen dran, weißt du? Ja, so sieht's aus. Ja. Es ist nämlich wahnsinnig heiß. Es ist brutal heiß. Heute Morgen hat es noch geregnet. Ja, dir läuft die Suppe runter. Ich tropfe auch schon wie ein Kieslaster. Sieht man das, oder? Katastrophal. Kann man das sehen am Podcast? Ja, ich bin ja halb nackt. Du bist ja noch angezogen. Ich habe ja Manieren hier. Hallo, was heißt denn hier Manieren? Also für die Schlauen, ja. Ihr glaubt es nicht, wir sitzen auf dem Schiff und nehmen wieder Podcast auf. Genau, wir sitzen auf der Serre. Und das sieht aus wie ein Schiff. Naja, aber es wird langsam. Jetzt bitte. Ja, die Handläufe sind da, die Winschen sind drauf. Das Skylight ist offen, der Wind weht durch. Brigitte lackiert unten gerade die Spanten. Die Mama vom Darth Vader ist am Lackieren. Genau. Ich bin deine Mutter. Ja, wir haben gerade Geländer hingeschraubt sozusagen. Ja. Ja. Und ich, ganz ehrlich, ich habe total coole Bilder gemacht. Ja. Ja, voll fettes Programm. Bist ganz happy, gell? Ja, ich habe schon ein paar gepostet. Ich glaube, ein paar Leute eskalieren gerade schon. Wieso? Jetzt halt schon, oder? Du, ich habe heute von der lieben Gerda, liebe Gerda, schöne Grüße, habe ich auf so ein Bild dann gleich einen Kommentar zurückgekriegt. Das ist ja sehr schön, wenn meine Spendengelder für sowas Hübsches verwendet werden. Oh! Die Gerda halt. Ja. Der Hammer. Ja, sieh mal so, nur locker, ich werde wiederkommen. Ja, natürlich, wir bauen ja noch 3 Schiffe. Nein, wir müssen das erstmal finanzieren. Schon mal Vorwarnung, ich komme wieder. Ich lebe hier schon wieder überall fest. Das ich komme wieder. Ja, super. Nee, wir sitzen auf dem Schiff und es schaut gut aus. Ja, es war heute aber auch ein ganzes Stück Arbeit. Ich bin jetzt froh, dass wir fertig sind. Der Franz hat heute ganz, ganz fleißig die Handläufe poliert und die Relingsstützen ja, von Lack befreit. Für einen Scheißjob. Was für ein Scheißjob. Ja, aber er war echt fleißig. Er war tapfer, ja. Hammer. Franz, super. Hammer, hammer. Ja. Wie gesagt, die Brigitte lackiert ja unten ja. In rosa. In, ja, natürlich rosa. Schweinchen rosa mit nee, leichten nein, braunen nein, Haaren nein, drin? Es ist altrosa. Es ist altrosa, nicht Schweinchen, okay, es ist altrosa. Ja, farbtechnisch bin ich da überhaupt ja, aber es passt so. Zu dir. Rot, blau, grün, weiß bei mir aus. Ja, und du bist sowieso farbenblind. Ja, meistens. Ja, du, also, aber heute ist was gegangen. Heute sind wir ganz schön vorankommen. Elektrik ja. Haben wir gemacht. Ja. Und Schwung. Ja. Für deinen Kühlschrank das Kabel rein. Ey, das kalte Bier ist gesichert. Die Planen haben wir runter. Es schaut einfach jetzt aus wie ein Schiff, verdammt. Ja, also sobald die Planen runter sind, schaut es gleich ganz anders aus, weil der Raum so schön frei ist. Ich bin ja heute Nachmittag, glaube ich, 20 Mal da unten gestanden und habe gesagt, boah, jetzt schaut es aus wie ein Schiff. Ja, der Alex freut sich wie ein kleines Kind. Es schaut aus wie ein Schiff. Der Alex freut sich wie ein kleiner Junge. Bei mir krabbelt eine Spinne über den Arm. Wunderbar, die Schiffsspinne ist auch schon da. Ja, die Schiffsspinne ist auch schon da. Ja, die Oberhärte, die Winschen sind drauf, die hat der Waldi heute hingezimmert. Waldi, super, vielen ja, Dank. Das war echt sehr guter Job. Eine fiese Arbeit. Ja. Und der Edi hat das Skylight gemacht. Oh ja, aber das ist ja genial geworden. Und das hat er ja über den Winter aufbereitet. Ja. Also das schaut richtig toll aus. Der oder? Ist schon hart im Moment. Der Edi ist schon ein Künstler. Ja, das ist absolut. Ja, das Skylight also gehört zu den schönsten Teilen am Schiff jetzt. Ne? Ja, und es ist fast dicht, gell? Wieso fast? Das Schiff. Achso, das ist das Schiff. Ja. Ja, also das, was reinläuft, läuft nicht mehr so wahnsinnig viel raus. Ah ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen für den Untergang. Ja, ganz genau. Genau, da war was. Ja, genau. Ich kann mich entsinnen vor 3 Jahren. Hör mir auf. Es ist jetzt 3 Jahre her. Ja, und wenn das alles so läuft, nach 3 Jahren ist sie wieder im Wasser. Ja, sauber. Ist ja echt hart. Aber wir haben für euch noch einen Original-Baustellen-Mitschnitt und den blenden wir euch jetzt mal ein. So, man glaubt es kaum, mittendrin statt nur dabei. Der Lino ist fleißig, der Klaus schaut komisch und die Brigitte macht total viel Lärm hier auf dem Schiff. Klaus, was tust du denn da? Servus, ich schraube gerade die Blenden für die Tiefeninstrumente und fürs Echolot an, für die Instrumente. Und warum brauchen wir die? Weil der Klaus jetzt endlich an Tiefe gewonnen hat. Genau, an Tiefgang gewinnen wir. Oh, genau. Sehr cool. Windmesser haben wir verzichtet, weil wer nicht weiß, wo der Wind herkommt, soll eh nicht rausfahren. Ja, wir treffen ja eh dauernd, also genau. Mir ist egal. Genau.
Genau. Deine Frau ist halt ganz schön laut. Die, ja, Mai, was soll ich dazu sagen? Was tut die denn da? Ja, heute ausnahmsweise nicht mit der Kettensäge, sondern heute ausnahmsweise nur mit dem kleinen Schleifer, mit dem Handschleifer. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und wir müssen jetzt auch wieder Gas geben, oder? Ja, ja, es geht richtig ab, weil in 14 Tagen soll das Schiff ins Wasser. Ja, schon wieder in 14 schon Tagen. Schon wieder in 14 Tagen. Die flippen alle total aus wegen dir und dann 14 Tagen. 14 Tage sind ja so relativ. So. 14 Tage sind total relativ. Das war's direkt vom Schiff und wir schalten wieder zurück ins Studio. Genau, wir melden uns wieder. Ciao, ciao. So, und da hört man nämlich auch die Brigitte schleifen wie eine Wilde. Ja, ja. Die hat ja innen geschliffen, ja, ohne Ende. Ja, so ist das immer. Das ist ja, das muss man mögen. Das, aber mit großer Hingabe. Ja, aber die bringt halt auch so viel Hingabe mit, die Brigitte, wenn die hier auftaucht zum Arbeiten, hat die Gummibärchen dabei. Ja, das ist das kriegst ja du gar nicht hin. Ja, bei Bimbi gab es halt bloß eine Pizza, halt ja, Männeressen. Ja. Wenn ich wusste, dass du auf Gummibärchen stehst. Nicht eine Maskois, gar nichts. Es ist katastrophal, ein Sklavenschiff. Du und Alkohol hier drauf. Da lacht die Brigitte da unten. Ist ein Sklavenschiff. Ich bin ja sehr froh, dass die Brigitte nicht mit ihrer Kettensäge kommt. Ja, die brauchen wir aber nochmal, würde ich sagen. Nein, die brauchen wir hier doch, nicht. Doch, nein, nein. Doch, doch. Brigitte brauchen wir, aber die Kettensäge habe brauchen wir nicht. Habe ich mit der Brigitte schon besprochen. Nein, keine Kettensäge. Doch, doch. Nein. Doch. Die Brigitte soll ihre Kettensägenkurse und Coachings machen, nein, mit den Gästen. Brigitte, das kommt ich mit ganz, ihrer Kettensäge toll. Und macht hier nochmal ein paar Schnitte. Zierschnitte. Designschnitte. Designschnitte. Ja. Mit Zierde gibt sie sich nimmer ab. Das ist eine Fachfrau. Ja, okay. Ja. Also, ja, die Ziergöll aus der Hand rausgesägt mit, der, mit genau. der Kettensäge. Ist ja auch ganz spannend, gell? Wir können die Reling nicht hinmachen ans Schiff. Ja. Weil das Schiff sonst so hoch ist, dass es nicht da am See entlang bis zur Werft geschleppt werden kann. Genau, der Transportweg führt ja am Seeweg vorbei, an der alten Villa. Mhm. Und da sind 2-3 Leitungen und die hängen doch recht tief. Und deswegen muss die Reling noch unten bleiben, die wir ja, das in der Werft drauf Schiff hoch, Leitung tief, das passt nicht zusammen. Nein. Jetzt haben wir morgen noch. Morgen kommen die Genua-Schienen noch drauf. Oh ja, die liegen hier schon. Ich muss Loch lackieren, unten die Decken und die Seitenwände. Weißt du eigentlich, wo die Schrauben sind von den Genua-Schienen? Sonst suchen wir nämlich wieder einen Tag. Ja. Oh, jetzt geht's los. Um Gottes Willen. Ein Griff. Er tut so, als wüsste er es. Ein Griff. Ja, das sind 3 Griffe. 4, 5, 6, 7, 8. 9, Brille von Vielmann, 10, Hundefutterdose, nee, Katzenfutter. Da. Ah. Da sind sie. Da sind sie. Da sind sie. Bis morgen geht die Dose verloren, da bin ich ganz zuversichtlich. Nichts da. Doch, doch. Alles gut. Aber das Schiff ist schon wieder verkratzt da hinten. Ja. Ah, Mann. So ist es. Gleich wieder Neulack hier. Oh, scheiße. Entschuldige, sagt man nicht. Macht man nur. Cut, Schnitt. Nein. Doch. Nein. Doch. Das ist uncut. Unplugged. Auch das. Wir sind ja heute nicht im Studio, darum ist die Qualität auch anders. Ja. Zug fährt gerade vorbei, irgendwelche ja. Kinder quietschen hier so fröhlich. Aber ich kann euch sagen, der Alex strahlt jetzt wie, ja, wie Schatten. Ja, wie Weihnachten. Jetzt hockt er endlich wieder im Cockpit von der Sir. Das, ich glaube, das ist ihm jetzt schon böse ab. Oder? Das hat dir schon gefehlt. Ja, hier im Cockpit hocken, ja, schon, oder? Schon. Da, er strahlt. Ich habe das Schiff ja schon gedrückt heute. Oh ja, ist im Bug schon geknutscht. Nee, aber jetzt schaut es langsam echt aus wie ein Schiff. Klampen drauf, oben die Haltegriffe drauf, die Winschen sind drauf. Masten fehlen halt noch. Ja, das sind Kleinigkeiten. Die Luke hier muss auch noch gestrichen werden, die ist noch gar nicht angefangen zu lackieren. Die ist hoffentlich noch in Obermühlhausen beim Lackieren. Ja, ja. Ja, eben noch nicht beim Lackieren, die muss also, lackiert werden. Aber sie ist fertig. Sie ist fertig geschliffen, sie muss jetzt lackiert werden, aber die braucht halt auch 10 Schichten. Übrigens, der Durchgang im Bug vorne in die Präsidentensuite. Der muss auch lackiert werden. Den brauchst du nicht mehr lackieren, der geht ja so schon nicht zu. Der ist nur verzogen. Die Türe, ja, aber völlig. Ja, aber jetzt warte mal, bis das Schiff ins Wasser kommt. Außerdem kann man den Rahmen nur ein bisschen anders flexen. Na. Kettensäge. Hast du mal guckt? Der geht auseinander, der Rahmen. Der Rahmen? Der Rahmen. Also wir gehen manchmal auseinander, wenn wir zu viel essen, aber der Rahmen geht doch nicht auseinander. Doch, der geht auseinander. Ich glaube nicht. Schau halt gescheit hin. Ah, ist das nicht cool? Du sitzt auf dem Schiff. Schau, da kommen Leute, kann man winken. Servus. Super geil, jetzt bräuchte man nur 2-3 halbe. Ja, der Nachbar war auch schon da, der war heute auch fleißig an seinem Holzschiff. Hier, der Gashebel ist auch da. Der Gashebel ist da, Lampenanschlüsse haben wir gemacht. Aber die Lampen sind noch nicht da, hier sind die Lampen. Aber du, lass mal sehen. Die gefallen dir nicht, niemand gefallen die Lampen. Boah, die sind ja total cool. Du hast auch schon mal besser gelogen. Naja, ich habe mir Mühe gegeben. Das sind die gleichen, wie wir schon hatten, nur in Messing. Ja, aber die sind halt leider um ein Drittel billiger. Also um 2. Ja, alles gut. Also, das sind aber die gleichen, die wir hatten. Ja, ja, natürlich. Ja. Und für 400 Euro ist doch die super. Es ist unglaublich, die Edelstahllampen. Ist zum Kotzen, was das Zeug kostet. Total.
Aber ich finde die gut. Was ja. hast du denn? Toilette, oder? Toilette. Das ist Toilette? Ja, ich habe zwei große und zwei kleine. Das sind die großen. Guck, das ist die für die Toilette. Und Raschel, Unpacking, das sind die für die Kabine vorne. Oh, super cool. Dome heißen die. Ist ja, es muss ja immer was hermachen. Gell? Wie heißen die? Dome. Dome. The Dome. The Dome. Nein, ich finde die gut. Beyond the Thunderdome. Die tackern wir dahin. Ja, genau. Zum nächsten Untergang halten die? Halbes Jahr. Uff, das ist aber sportlich. Ha? Pack mal wieder ein, sonst. Wir machen ja dann heute richtig Unboxing, weil wir das Schiff auch schon ausgepackt haben. Heute ist der große Unboxing. Da haben wir, glaube ich, ein Video. Also, ich habe ein Video gemacht. Ich habe auch eins gemacht. Du hast auch eins. Ja, das poste ich nachher gleich auf Insta. Auf Insta? Ja. Und dann muss ich noch auf Insta muss ich noch eine Serie machen, so die wesentlichen Meilensteine, wie der Motor reinkommen. Ah, oder, genau, das machst du. Ja, und wie das erste Mal laufen. Ich mache auf Insta wieder so eine kurze Hardrock-Dia-Show. Hardrock-Dia-Show? Ja, genau, so ist es. Der Alex. Ich bin jetzt im Hardrock-Modus. Ich muss es nochmal sagen, ich habe ihn schon lange nicht mehr so strahlen sehen. Ja, das Intro von der heutigen Folge ist auch mit E-Gitarre, falls es noch keinem aufgefallen ist. Verdammte Axt. Ja, aber jetzt müssen wir weitererzählen. Heute ist Mittwoch. Heute ist mitten in der Woche, darum ist es auch Bergfest. Morgen ist Donnerstag. Nach Mittwoch meistens. Meistens. In der Regel. In der Regel. Ja. Normalerweise. Quasi. Wenn nicht irgendwas anderes passiert. Wenn nicht was dazwischen kommt. Morgen wird noch lackiert, fleißig, und die Schienen dran gemacht. Mhm. Dann sind wir mit dem Schiff fertig. Nein. Ein wesentliches Bauteil geht noch ab. Die Pinne? Ja. Die wird noch lackiert. Ach, warum dauert denn das so lang? Ja, Mai, ich bin ja die ganze Zeit hier auf dem Schiff. Wir können hier so rumpinnen, wir zwei. Ja. Und was ist? Nicht. Nee, alles gut. Aber ja. Die Pinne brauchen wir noch. Genau. Am Freitag. Oh. Am Freitag in der Früh. Da muss mein Kind leiden. Da werden wir nur am See stehen und gucken. Da wird der Dampfer abgeholt. Da wird der Dampfer abgeholt. Dieser Dampfer. Selbiger welcher. Die Sir wird abgeholt, wird zur Werft geschleppt. Am Seeufer entlang. Unter den tiefen Kabeln. Unter den tiefen Kabeln durch. Um diese kleine Ecke, dein Utting vor der Werft. So, da, genau. Da rumzirkeln. Die musst du genau nehmen und sauber nehmen. Dann wird sie, weil der Autokran nämlich da ist. Kran. Weil die Albatros morgen aus dem Wasser kommt. Genau. Liebe Grüße an die Albatros-Crew. Es tut uns fürchterlich leid, dass... Die hatten ja richtig Pech. Die hatten richtig Pech. Nein, Pech und Glück. Pech und Glück. Ja, Pech und Glück. Es ist ja keinem was passiert. Gott sei Dank. Das ist ja schon mal ganz wichtig. Die Albatros hat am Freitag ihren Großmast verloren. Also verloren nicht, er ist gebrochen. Er ist Gott sei Dank nur da, ja. Aber an alle von der Ammersee-Segelschule ganz liebe Grüße. Es tut uns sehr, sehr leid, was der Albatros passiert ist. Wir wünschen schnellstmögliche Wiederinstandsetzung. Und wir kennen diesen Schmerz. Wir kennen den Schmerz sehr, sehr seit gut. Seit 3 Jahren. Ja, absolut, absolut. Wir drücken euch die Daumen und gut, dass niemandem was passiert ist. Ja, aber die Albatros kommt nämlich aus dem Wasser. Und deswegen ist der Kran da und die Chance nutzen wir und deswegen kommt die Sir morgen, nee, Freitag. Freitag. Weil heute ist ja Mittwoch. In das wunderbare Ammerseewasser. Erstmal auf den Slipwagen. Zum Quellen. Ins Ammerseewasser. Ich würde jetzt am liebsten gleich sagen, Quellkartoffel mit Dup. Nee, egal. Oh mein Gott. Der ist heute drauf. Leute, ihr glaubt es nicht. Der Typ ist heute drauf. Das gibt, das ist wie Weihnachten. Du bist echt glücklich, gell? Ja, ohne Christbaum. Das ist wie Droge, oder? Weißt du, was eigentlich jetzt noch fehlt? Hier so ein komischer Besanmast. Ja. Weil an dem ist die Halterung für den Kompass. Wo die Kompassbar drin ist. Und der Kompass ist die Halterung für die Gläser. Genau, Becher. Whatever you want. Wir haben die Zinnbecher von Martin. Die findest du doch gar nicht. Du hast den ganzen Tag heute Schrauben gesucht. Jetzt hör doch auf. Die sind ja gar nicht da. Ich weiß doch, wo die sind. Du warst in der Werft und hast diese Gewindestangen abgeschnitten und dann waren sie immer noch zu lang. Das war ja der Hammer. Also bin ich. Ja, wenn ich, du was abschneidest, dann bleibt es länger. Ja, genau. Das musst du erstmal hinkriegen, Kollege. Ja. Ja. So lange abgeschnitten, bis lang genug ist. Aber du hast sie doch reingeklöppelt gekriegt. Was ist denn deine Sorge? Ja, weil ich halt richtig gut bin. Und der Waldi halt einfach der allerbeste Montagepartner ist. Der Waldi ist super, ja. Der kann was. Ja, aber schön, was er gesagt hat. Also bevor er zur Polizei gegangen ist, hat er was Richtiges gemacht. Ja, ja, ich finde ehrliche Menschen gut. Wie cool. So ist es. Ja, Mensch, jetzt die Handläufe, das macht schon. Die Handläufe machen echt ein Schiff draus. Ist schon Erinnerung jetzt wieder. Was so, sind wir da drauf gelegen? Ja. Mesh du. Die Instrumente sind drin, aber für das eine brauchen wir echt noch einen Anschlussplan. Den musst du im Internet recherchieren. Ja, da müssen wir echt googeln, googeln für diesen tiefen Heini. Morgen kommt der Edi wieder. Der Edi? Ja. Sehr gut. Ja, der kommt morgen auch. Sehr gut. Vielleicht kann der sich mit dem Thema nochmal befassen. Warum auch nicht? Also der Strom liegt dran. Ja. Und man muss halt nur rausfinden, welche zwei Drähte plus und minus erstmal sind. Ja.
Das dann, hilft, oder? Das wäre schon hilfreich. Nicht, ja? Dass er hier irgendwie 7 Meter Höhe da, über normal da, anzeigt, statt 7 Meter Tiefe. Der Geber ist angekoppelt. Ja. Und dann kann man ja auch runter. Die kleinen süßen Rädchen, hast du das gesehen? Ja, da kann ja auch runtergehen und dann meine Geschwindigkeitsmessung checken. Wenn der Geschwindigkeitsmesser angeschlossen ist. Wenn der Geber dranhängt, ja, müsste das gehen. Das wäre ein Traum. Ja? Das wäre ein Traum. Dann wäre ja alles, wow. Fast. Licht braucht man noch. Anti-Fouling? Christoph hat gesagt, nein, kein Anti-Fouling. Erst quellen. Gut. Dann raus, einmal schleifen noch, dann Anti-Fouling. Gut. Also einmal das Unterwasserschiff schleifen. Raus dann im Herbst. Weiß ich nicht, jetzt erstmal quellen. Quellen. Und der Levin aus der Werft hat nämlich gesagt, das geht ratzfatz, weil das Wasser ist so sorgwarm. Mit 20 Grad, das ist. Ja, das macht sicherlich was aus. Das geht ratzfatz, ist das hier dicht gequollen. Hast du unseren neuen Besanfuß schon gesehen? Ja, total schick. Der ist schick, gell? Den hast nicht du gebaut. Nee, ich glaube sogar. Ja, ich weiß nicht, ob die Franzi. Ich weiß, dass die Franzi den ganzen Niedergang Verbau gemacht hat. Echt? Ja. Genau. Und ein neues Cockpit haben wir. Und ein neues Cockpit haben wir, ja. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich das hier. Ja, ein bisschen höher als normal, gell? Auch das? Ja. Aber dann fällt man nicht so tief. Das stimmt. Und da muss noch eine Kräting rein. Ja. Und da machen wir auch noch ein Licht rein, das sage ich dir. Ja, sehr gerne. Besorgst du diese Lichtlampenleisten? Ich schau mal, was ich tricksen kann. Schnüdel, damit wir hier dann hier schön beleuchten können. Da können wir uns dann ja spielen. Ja, spielen ist doch sowieso eine schöne Sache. Wir haben ja Zeit. So schaut's aus. Aber ist schon schön, gell? Ja, schau, überall glitzert es, silbern. Ja. So wie sich's gehört. Ja. Toll. Ist doch wie Weihnachten. Absolut. Jetzt bin ich nur gespannt, ob sie schwimmt. Das Schiebel, nee, schwimmen tut sie nicht. So wie da die Sonne durchscheint, schwimmt das Ding nicht. Was ist mit dem Schiebelug? Das Schiebelug. Ja, da bin ich mal gespannt, wann das wieder geht. Wieso, das geht doch. So, hast du mit Gewalt schon wieder? Nein, aber das ging noch vorher. Bis ganz vor, ganz locker. Vor und zurück? Echt? Ja. Sauber. Soll ich dir zeigen? Nein, ich habe Angst. Mach mich nicht schwach, das ging heute schon mal. Ja, dann ist gut. Ich vertraue dir da total. Nein, ich vertraue mir aber nicht. Oh, jetzt geht er los. Oh Leute, das gibt wieder nur Verletzungen. Achtung. Also, wieso hast du eigentlich vom Besanmast eine Lattung hier? Ja, geht doch. Ja, aber am Schluss ist schon ganz schön eng. Ja, meine Güte. Geht doch. Ja, gut. Okay. Dann bin ich halbwegs zufrieden. Warum ich vom Besanmast eine Lattung hier habe? Ja. Ja, meine Güte, weil nach dem Untergang alles Kraut und Rüben durch die Gegend geflogen ist. Und wir die Teile hier einzeln. Das ist nämlich ein riesiges Puzzlespiel hier. Das ist mehr wie ein Puzzle. So, also Freitag im Wasser. Freitag im Wasser, Wochenende durchquellen und ziehen, Montag gucken, ob der Dampfer noch schwimmt. Ansonsten Kettensäge verheizen. Nee. Doch. Leerlenzen. Leerlenzen. Leerlenzen, bis er schwimmt. Mit dem Strohhalm, du. Nein. Das stelle ich mir toll vor. Nein, du, mit dem Strohhalm da stehst. No way. No way. Mit dem Gartenschlauch, oder? Mit dem Gartenschlauch, genauso. Wie früher. Ja. Ja, scheint die Sonne wieder. Nee, alles gut. Grauenvoll. Das ist jetzt hier schön in der Sonne. Auf dem Schiff. Ihr dürft alle neidisch sein. Und zwar richtig. Er freut sich wie zu Weihnachten. Ja, genau. Und wann stellen wir dann Masten und so? Ja, wenn alles gut geht, nächste Woche. Nächste Woche? Ja. Und dann können wir ja übernächste Woche segeln. Wenn alles gut geht, müssen wir erstmal die Segel suchen. Wie, die Segel suchen? Eins habe ich schon gefunden, aber es waren ja drei. Och, ja, mehr brauchst du doch gar nicht, du reffst ja immer. Ja, aber ich möchte gerne alle Segel zum Reffen haben. Oh, jetzt auf einmal? Ja, ich will alle Segel. Wenn ich reffe, dann reffe ich alles. Okay, und ja, aber die waren doch beim Basti, oder? Ja, da muss ich ja eben suchen. Ah, okay. Ja? Ja. Dann? Segel suchen. Segel suchen. Dann gehen wir jetzt Segel suchen. Ja, nee, heute nicht mehr. Ich bin groggy, ich bin müde. Ja, wir gehen jetzt Segel suchen. Ich lackiere jetzt nur das Klo. Das Klo. Das mache ich jetzt noch. Das machst. Das ist ein guter Plan. Das lackiere ich jetzt noch und dann ist gut für heute. Dann glaube ich, kann ich nicht mehr. Ja, und morgen suchst du dann die Segel. Morgen suche ich dann die Segel. So, wir suchen jetzt Segel und machen dann Schluss für heute und dann seid ihr wieder alle abgedatet. Schönes. Ja, auf dem Schiff. Er freut sich. Das ist so schön. Er freut sich wie zu Weihnachten. Ja. Das ist herrlich. Oh, wie also, schön. Also, ich meine, ich freue mich ja auch. Ah ja, komm. Ja, ich freue mich ja auch. Aber ich will sie erst schwimmen sehen. Er traut sich nicht, er traut. Der wollte heute schon gar nicht auspacken, das Schiff. Ist das eine gute Idee, das Schiff jetzt auszupacken? Lieber nachdenken. Das ist völlig neu bei dir, lieber nachdenken. Keine hektischen Nach Bewegungen. Nach 3 Jahren fängst du jetzt an nachzudenken. Ja, was keine hektischen Bewegungen auf dem Schiff, das ist nie gut. Erst nachdenken. Ist das so? Ist es klug, was wir da tun? Immer. Ja? Immer. Aha. Naja. Klug war es nicht, aber geil. Ganz einfach. So, ja dann, ja dann, Freunde der Nacht,
Wir suchen schon mal unsere Segelklamotten raus, weil es wird langsam Zeit. Erstmal suchen wir die Segel und dann die Klamotten. Segelklamotten finde ich schneller. Ja. Jo. Dieseltank brauchen wir noch. Oh, Dieseltank. Ja, ist auch noch nicht einfach. Schläuche habe ich hingelegt. Ja, das ist super. Da kannst ja du einen Diesel dann tropfallweise reintun. Auch so? So mit der Pimpette. Du sollst das Segel noch nicht rumdieseln. Ja, aber jetzt haben wir nagelneue sind nicht, aber tolle neue Maschine. Du verkratzt hier. Unter deiner Hose ist es total verkratzt. Ja, das war hier. Oh, Mann. Ich habe hier gar nichts gemacht. Hier. Ja, nur alles neu lackieren. Ja, putzen wir mal angesagt. Oh, Mann. Aber hier Mann. Jeder raufstiefelt. Ja, ich weiß. Jeder und jeder hat Steinchen drauf. Und ich kriege eine Krise. Na gut, also hier wird noch fleißig lackiert. Bis dann. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao. Prost. Neuer. Mahlzeit. Was? Warte, ich kann hier gar nicht stoppen. Hier ist wieder alles aus. So, jetzt ist aber Schluss. Gar nicht aufgenommen, oder was? Doch. Nein. 20 Minuten. Echt?